Hey Leute, ich bin's mal wieder, euer PureLight LP und heute mit einem Video wieder zu einem Mod. Im letzten Mod-Video hatte ich ja gezeigt, wie ihr den Mod Moo Creatures mit dem mehr Mobs, neue Mobs und neue Tiere halt in Minecraft integriert werden. Und heute zeige ich euch den Mod Castle Defense. Der Mod ist ziemlich cool. Denn dieser Mod fügt diese NPCs und Castles hinzu. Da gibt es dann diese Castles. Die sind hier bewacht von diesen NPCs und die sind halt feindlich und greifen euch an, sobald ihr dahin geht. Und ihr könnt euch trotzdem eigene NPCs erstellen, wie hier zum Beispiel einen Bogenschützen. Der bleibt nur auf seinem eigenen Block stehen. Dann der Ritter, der läuft halt rum um seinen Spawnblock, aber beschützt euch, falls ihr in der Nähe von ihm seid. Dann den Söldner, sobald ihr dem dann ein Gold gibt, läuft er euch immer hinterher und ihr könnt den irgendwo abstellen. Wieder mitnehmen und so. Dann hier noch den Heiler. Wenn ihr den Spawner gebaut habt, könnt ihr jedes Mal auf ihn Rechtsklick drücken und ihr habt sofort wieder volles Leben. Das ist ziemlich cool, aber um an so einen Heiler ranzukommen, braucht ihr solche drei Medaillons und die Medaillons bekommt ihr nur aus diesen Castles und in jeder so einer Truhe von so einem Castle ist dann immer so ein Medaillon oder ich fast in jeder, glaube ich. Ich lade es jetzt mal runter. Es scrollt einfach ganz nach unten. Und drück hier drauf, Download Current Version, Skip Advertisement und speichert hier die RAR-Datei ab. Das tue ich jetzt nicht, weil ich es schon gemacht habe. Dann braucht der Mod trotzdem noch den Mod Loader von Hisugami. Scrollt einfach runter, hier Mod Loader und auch Download. So, wenn ihr es runtergeladen habt, könnt ihr das Internet schließen. Ich habe jetzt hier die zwei Mods. Dann öffnet ihr euer Minecraft-Ordner. Es geht so, indem ihr hier bei der Programmsuche Ausführen eingibt und dann hier Prozent App Data Prozent. Dann okay, dann seht ihr hier euren Minecraft Ordner. Den öffnet ihr, geht in den Ordner Bin und öffnet die Minecraft Jar. Ich mache das jetzt mit einem Archivierungsprogramm oder das musst du mit dem Archivierungsprogramm machen. Ich nehme dazu aber immer WinRAR. So, jetzt öffnen wir erstmal den Modloader auch mit WinRAR. Ziehen die ganzen Dateien hier einfach in die Minecraft Jar rein. Okay, haben das gemacht, können den Modloader schließen, machen die Castle Defense Mod auf, scrollen hier runter, markieren alles und tun alle Dateien auch hier einfügen. Ganz wichtig, hier ist dieser Ordner Meta-Inf. Es kann sein, dass ihr den schon gar nicht mehr habt, weil ihr schon den HD-Patcher benutzt habt, aber so, falls ihr ihn habt, auf jeden Fall löschen, weil der verhindert, dass die Mods funktionieren. Also der blockiert die Mods. Ja. So, jetzt haben wir das gelöscht, das können wir jetzt schließen. Wir öffnen einfach mal Minecraft, loggen uns kurz ein. So, ich habe hier mal eine Welt erstellt, Test. Und in dieser Welt hier habe ich eigentlich jetzt hier schon ein paar Burgen gefunden. Da bin ich eine halbe Minute rumgeflogen, habe ja gleich ganz viele gefunden. Seht ihr schon, hier sind schon wieder diese feindlichen Bogenschützen, da unten ein Twitter. Ich zeige euch aber erstmal, wie ihr selber welche machen könnt oder spawnen lassen. Hier, das ist übrigens too many items. Ihr braucht auf jeden Fall ein Crafting Table, viel Eisen, Gold, ein paar Diamanten, Diamantenschwerter und Eisenschwerter. So. Und dann noch Holz. So. Jetzt stellen wir den Crafting Table hier hin, machen kurz, dass es Tag wird. Und jetzt craften erstmal einen normalen Ritter. Wir machen jetzt hier Eisen hin, in die Mitte ein Eisenschwert. Jetzt haben wir hier einen normalen Ritter. Wenn ich jetzt hier platziere, ist ein Ritter gespawnt. So was gibt es aber noch als stärkere Methode. Ihr macht auch wieder überall sowas hin und dann in der Mitte. Ein Diamantenschwert, das ist auch ein Ritter. Aber diesmal mit einem Diamantenschwert. Der ist halt ein bisschen stärker. Dann gibt es noch den Bogenschützen. Wir machen auch über Eisen hin. Und dann in die Mitte einen Bogen. So. Jetzt haben wir hier den Bogenschützen. Den können wir hier hinstellen. Der spawnt, aber bleibt immer auf seinem Spawner hier stehen. Der geht nicht weg, aber tut euch trotzdem beschützen, wenn er in Reichweite ist. Jetzt zeige ich aber trotzdem noch kurz, wie ihr den besseren Bogenschützen macht. Ihr macht auch wieder Eisen in die Mitte den Bogen. Dann außenrum
hier überall einen Diamanten. Das ist jetzt einfach der bessere Bogenschütze. Der ist nicht viel anders wie der andere, bleibt auch immer stehen, aber der tut viel schneller nachladen. Oder schneller Pfeile schießen. Jetzt zeige ich noch, wie ihr den Söldner erstellt. Macht hier auch überall Holz hin. Außenrum Gold. Dann in die Mitte ein Eisen- oder Diamantschwert. Jetzt hier. So, der bleibt da jetzt stehen. Wenn jetzt ihm ein Gold gibt mit Rechtsklick, dann habt ihr sozusagen gekauft, sag jetzt mal. Jetzt macht ihr Rechtsklick auf ihn, jetzt hat er so eine Rüstung an. Jetzt läuft er euch immer hinterher. Ja. Könnt ihr wieder Rechtsklick machen, dann bleibt er da stehen. Das gibt's auch als die bessere Methode. Ihr macht hier auch überall Gold außenrum. So. Und dann in die Mitte ein Diamantschwert. Verdammt, Entschuldigung. Hier statt Eisen natürlich überall Holz. So. Halt nur ein Diamantschwert und jetzt habt ihr halt auch einen Söldner. Ja, mit einem Diamantenschwert. So, das auch. Hier mitnehmen. Und hier spawnen halt immer neue Söldner. So, du kommst jetzt auch mal mit. Und den hier müssen wir jetzt auch noch kaufen. Was ist der hier? Ja, so. Ich komme jetzt alle mit. Und wir wollen jetzt hier mal diese Castle da überfallen, um uns dieses Medaillon zu holen. Ich mache jetzt erstmal eine Rüstung. So. Rüstung. Und dann brauchen wir noch eine Spitzhacke, falls wir hinten irgendwie einbrechen wollen. Und jetzt laufen uns die Söldner hinterher. Und jetzt hier, das sind die Spawner von den Rittern. Aber da oben sind jetzt die Bogenschützen, das heißt, wir müssen irgendwie die Bogenschützen ausmachen. Vielleicht können wir da, hier sind ja die Söldner. Aha, hier sehen wir, hier ist ein Ritter, der greift uns an. Da kommen die ganzen Söldner auch noch hinterher gerannt und helfen uns. Ja, so. Und jetzt könnte man die da oben auch noch töten. Ich nehme jetzt aber mach die Tür auf und hier ist ein Medaillon. Nehme das und dann renne ich raus. Ja, rennen ist gut. Jetzt haben wir ein Medaillon, jetzt müssen wir einfach noch zwei weitere Bogen überfallen. Hätten wir vielleicht drei. Ich cheat mir jetzt einfach noch zwei Stück, wenn ich sie finde. Ah ja, hier. So. Und dann gehen wir wieder zu unserer Workbench und wollen jetzt mal einen Heiler erstellen. Wir machen jetzt hier überall Holz. Und außenrum über, in der Mitte überall dieses Medaillon. Dann haben wir hier diesen Heiler. Ist einfach. Falls euer Leben nicht mehr voll ist, könnt ihr einfach Rechtsklick machen. Und dann füllt es sich bei euch auf. So. Das war's so zu dem Mod. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bei Fragen schreibt mir einfach eine PN. Ich gebe euch dann sicher eine Antwort oder einen Kommentar. Ich würde mich auch über einen Daumen hoch oder über ein Abo freuen. Das war's mal wieder von dem Mod-Tutorial. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer PureLightRP. Ciao.